Wie soll ich eigentlich als Berufsbetreuer am besten arbeiten? Ganz alleine in einem Büro, das ich anmiete vielleicht? Oder soll ich vielleicht von zu Hause arbeiten? Oder ist eine Bürogemeinschaft das Richtige für mich? In diesem Video will ich mit dir darüber sprechen. Bleib dran, bis nach dem Intro. Das, was jetzt kommt, ist ein richtig heißes Video. Bleib dran! Hallo, liebe Freunde des Berufsbetreuerkanals. Ich bin's mal wieder, Cordelia Lindenborn, eure Berufsbetreuerkollegin aus Essen. Ja, öfter diskutiert im Kreis der Berufsbetreuer wird, was ist eigentlich das Beste, was ist eigentlich die beste Form, die beste Büroform, die beste Arbeitsplatzform für mich als Berufsbetreuer. Ich kenne sehr viele Kollegen, die von zu Hause aus arbeiten und auch ich habe das eine Zeit lang gemacht. Ich für mich persönlich kann allerdings nur sagen, dass das für mich nicht mehr in Frage kommt, weil es doch sehr viele Erlebnisse gegeben hat, wo es nicht so schön war, also direkt die Privatwohnung im Büro zu haben oder besser gesagt das Büro in der Privatwohnung. Denn die Betreuten, die das also dann spitz kriegen, wo man wohnt, die stapfen also gerne schon mal vorbei und machen das auch am Wochenende oder machen das vielleicht auch schon mal nachts. Und generell halte ich das für besser, eine Trennung zwischen beruflichem und privatem Bereich einzuhalten. Aber es hat natürlich auch sehr viele Vorteile. Auf jeden Fall spart es Kosten am Anfang, wenn man noch kein Büro anmieten möchte. Und man hat vielleicht auf dem Dachboden oder im Keller oder irgendwo in seinem Haus oder in seiner Wohnung sowieso schon ein Büro eingerichtet und kann von dort aus starten. Das spricht auch gar nichts dagegen. Wahrscheinlich ist es so, dass jeder dann seine eigenen Erfahrungen machen muss. Bei mir war es auch so, dass ich festgestellt habe, dass ich, wenn ich nicht eine wirklich klare Trennung zwischen Büro und Privaträumen habe, es doch auch mitunter schwerfällt, von der Arbeit abzuschalten. Wenn man dann zum Beispiel schon beim Abendessen sitzt, aber dann noch im Büro noch das Telefon klingeln hört oder man hört noch, wer auf den AB spricht oder ob irgendwas ist. Und die Leute rufen wirklich auch zu jeder Tag- und Nachtzeit an und teilen allen die wildesten Dinge mit, also die eigentlich wirklich auch Zeit bis zum nächsten Werktag hätten, aber das ist dann völlig egal. Also das wird dann einfach, da wird dann einfach mitten in der Nacht auch der Berufsbetreuer angerufen. Also darauf muss man sich schon einstellen. Und jeder muss für sich selbst dann entscheiden, wie gut er sich abgrenzen kann, wie gut er also die Trennung hinbekommt und ob er dann also im Kopf noch die Betreuten und deren Probleme und vielleicht auch deren dramatischen Schicksale und deren dramatischen Geschichten mit nach Hause nimmt in den Feierabend, mit in die Familie eventuell oder ob man das besser doch in einem Büro lässt, was eine gewisse räumliche Trennung von den Privaträumen hat. Ja, ich persönlich habe ein eigenes Büro, sogar mit mehreren Räumen, also eine dreiräumige Praxis, weil ich also nicht nur als Berufsbetreuerin tätig bin, sondern ich bin auch noch als Familientherapeutin tätig und da brauche ich also auch einen Raum, wo ich mal mit einer mehrköpfigen Familie arbeiten kann. Bin systemische Familientherapeutin. Und aus dem Grunde habe ich schon allein auch ein Büro mit einem Raum dabei, der also auch geeignet ist, dann eben auch Besuch zu empfangen, Betreute zu empfangen. Meinetwegen, wenn Angehörige vorbeikommen wollen, auch die werden empfangen, selbstverständlich. Oder wenn ein Betreuter mal mit Bevo zusammenkommt, also mehrere Leute bei mir im Büro. Ich habe einen Besprechungsraum und das hat sich schon als sehr praktisch auch herausgestellt. Allerdings muss man natürlich bedenken, dass das auch natürlich Miete kostet und nicht so knapp. Ich zahle also so rund 600 Euro jeden Monat für die Büromiete und das muss man natürlich auch erstmal hereinwirtschaften, also Barmiete natürlich. Ne? Aber das ist schon mal auch eine Ansage und da gibt es auch sicherlich, wenn man ein bisschen recherchiert, günstigere Varianten und Varianten, dass man vielleicht auch über eine Bürogemeinschaft nachdenken kann. Ne? Also sich mit mehreren Kollegen eine größere Bürowohnung oder ein Büro zu teilen mit mehreren Zimmern dann drin und vielleicht einem Gemeinschaftsraum, Besprechungsraum, das kann sehr viel Sinn machen. Man kann sich dann auch zum Beispiel den Kopierer teilen. Man kann sich eventuell auch eine Schreibkraft teilen, die man dann super auslasten kann, wenn mehrere Berufsbetreuer dann Arbeiten zu vergeben haben.
Und natürlich ist es auch schön, dass man hat eine Vertretungssituation. Man ist dann auch nicht alleine, man sitzt nicht alleine in seinem Büro, sondern hat vielleicht auch nochmal Ansprache, kann sich auch schnell und unkompliziert nochmal mit Kollegen austauschen. Und das alles hat also sehr, sehr große Vorteile. Ja, warum mache ich das nicht? Leider kommt es für mich nicht in Frage, weil ich ja noch als Rechtsanwältin auch zugelassen bin. Und da kommt mir das Berufsrecht in die Quere. Also als Rechtsanwältin darf ich nur mit anderen Rechtsanwälten zusammenarbeiten in einer Bürogemeinschaft oder mit Steuerberatern. Ja, das hat den Hintergrund, dass wir ja gewissen Verschwiegenheitspflichten unterliegen und denselben Verschwiegenheitspflichten und Berufspflichten, die haben eben auch ansonsten, also solche strengen Pflichten haben ansonsten nur auch andere Rechtsanwälte und Steuerberater. Und deswegen ist das also so geregelt, dass wir also zum Beispiel mit Kollegen, die jetzt soziale Arbeit studiert haben oder Psychologie oder andere Berufsformen. Bei Betreuern sind ja ganz viele unterschiedliche Qualifikationen und unterschiedliche Berufsausbildungen am Start. Und mit den Kollegen darf ich leider nicht in Bürogemeinschaft zusammenarbeiten. Ansonsten könnte ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich könnte mir das gut denken, dass man da viele gute Synergieeffekte hat und ganz zu schweigen von den Kosten, die man sich teilen kann, angefangen bei der Miete und auch angefangen bei beispielsweise einem Zeitschriftenabo oder, wie gesagt, die gesamte Büroinfrastruktur. Auch das WLAN, auch das Telefonnetz kann man sicherlich sehr viel günstiger kriegen, wenn man sich das mit mehreren Kollegen teilt. Und das sind alles also so Aspekte, die sehr stark für eine Bürogemeinschaft natürlich sprechen. Was man allerdings auch bedenken sollte, ist, dass überall, wo man mit mehreren Leuten zusammen ist, natürlich auch die Möglichkeit besteht, dass es mal Konflikte gibt. Ne? Also, dass man sich vielleicht nicht immer so super versteht und dass gerade wenn man sich also die Ressourcen teilt, beispielsweise jetzt eine Schreibkraft untereinander teilt, dass es dann vielleicht mal heißt, ich gebe ihr ja gar nicht so viel Arbeit und ich nutze die Kraft ja eigentlich gar nicht, also will ich auch nicht so viel dafür zahlen oder was auch immer. Also da sind alle möglichen Streitpunkte natürlich auch denkbar. Und ich weiß also auch, dass es durchaus schon mal zu Konflikten kommt in Bürogemeinschaften, dass sich Bürogemeinschaften auch schon mal wieder auflösen, auch schon mal wieder trennen. Und das muss man natürlich vorher auch wissen, dass damit eventuell auch für solche Dinge Energie drauf geht, Zeit drauf geht, man sich vielleicht mal ärgert oder vielleicht auch nochmal auseinander dividiert. Das kann man so also nicht vorhersagen. Ja, auch da ist es natürlich, denke ich, sprechenden Menschen kann meistens geholfen werden, wenn man die Probleme anspricht und vielleicht auch sowas installiert, dass man sagt, Mensch, einmal die Woche setzen wir uns zusammen und was haben wir uns zu sagen oder gibt es irgendwas, was wir vielleicht mal regeln müssen oder so. Dann denke ich, lassen sich in allermeisten Fällen solche Herausforderungen auch gut lösen. Ja, also das sind so die Vor- und Nachteile, die ich sehe bei einer Bürogemeinschaft. Denkt mal drüber nach und mich würde auch sehr interessieren, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt, wie ihr arbeitet, wie ihr arbeiten wollt, wenn ihr vielleicht gerade am Anfang steht oder wie ihr euch das gedacht habt. Lasst mir doch mal einen Kommentar da unter dem Video. Mich würde das sehr interessieren und ich freue mich auf euch im nächsten Video. Bis dahin, passt auf euch auf. Alles Liebe. Ciao.